Ich grüße euch zu einer weiteren Folge Retro Panda quält sich. Und zwar ist diesmal ein zweiter Teil von einem Spiel dran, wo ich mich ja schon mal etwas mit gequält habe. Und zwar Hugo 2. Der erste Teil war ja eher so eine Portierung von Bugs Bunny Crazy Castle 2. Und ja, Hugo sollte eigentlich ja jeden, der in den frühen 90ern etwas Spiel interessiert, ist ein Begriff sein. Es gab eine Spielseite, wo man anrufen konnte. Und dann musste man dann durch diese Tasten vom Telefon dann halt den Hugo da im Fernsehen live steuern und so weiter. Das war natürlich technisch relativ spektakulär. Ja, und natürlich war das so populär, dass es auch in Gameboy-Spiele unter anderem portiert wurde. Und dieser Titel ist jetzt endlich auch so wie die Show. Also die Show, die waren eher so wie Minispielchen, sage ich mal, wo man halt reaktionsmäßig Sachen ausweichen musste und so weiter. Und das scheint jetzt eine Portierung eher dazu zu sein. Die Show war dazu, ja, bekannt, dass es relativ schwer war und eigentlich das Gameplay war total seicht, sage ich mal. Deswegen bin ich mal gespannt, wie sie das auf den Gameboy portiert haben. Starten wir mal. Hahaha, du entkommst mir nicht. Ja, Snowboard-Level. Versuche mindestens 9 Goldsäcke einzusammeln. Okay. Sollten wir hinkriegen. Okay. Das ist wieder dieses typische Ausweichen hier. Den habe ich verpasst. Okay, die Schneebälle sind auf jeden Fall sehr... Okay. Kann ich hier hüpfen? Ah, boah, die Steuerung. Die ist voll mies. Man merkt, dass es quasi nur diese 3 Bahnen gibt. Ah. Und man steuert quasi nicht fließend, sondern muss in diesen Bahnen bleiben. Hä? Okay, jetzt muss ich den hier irgendwie abschießen. Das Steuerkreuz ist sehr wackelig. Das bin nicht ich. Hä? Den muss ich doch eigentlich getroffen haben, oder nicht? Jetzt habe ich den Leben verloren. Toll. Ah, oh, ey, die Steuerung, die ist so Mist, weil der halt auch immer eine Zeit braucht, um die Bahn auch wirklich zu wechseln. dadurch, und weil man ja gar nicht weiß, wo die Schnee... Oh, das habe ich... Oh, das macht keinen Spaß. Das macht keinen Spaß. Wie soll ich denn an diesem Haus da entkommen? Aber man merkt, gut, das haben sie jetzt portiert. Das war ja in der Fernsehsendung auch, dass man zum Beispiel nur diese 3 Bahnen hatte. Die haben das natürlich sehr simpel gestaltet. Aber in so einem Gameboy-Spiel macht das überhaupt keinen Spaß. Ja, das war das Video. Nee, versuchen wir's. Haha, du entkommst mir nicht. Ah, okay, aber immerhin scheinen die Level jetzt unterschiedlich am Anfang immer zu sein. Schwimmerlevel. Deswegen gucken wir mal, wie viel unterschiedliche wir hinkriegen. Weil ich glaube, richtig gut bin ich nicht. Also, der hat auch... Ja gut, das war natürlich wie die Fernsehsendung. Verzögert halt auch die Bahn gewechselt. Das ist schlecht so zu erklären. Aber es ist vom Steuerungsgefühl, vom Spielgefühl, ist das nicht gut. Das ist nicht gut. Schimmerlevel. Versuche mindestens 7 Goldsäcke einzusammeln. Sag bloß, es ist dasselbe. Ja. Ah, okay. Den Fisch habe ich gesehen. Also, ich habe gerade mal nach oben gedrückt. Man muss anscheinend auch ab und zu mal Luft holen. Was ist dasselbe? Bah, ist das Spiel Mist. Immerhin ist die Musik in Ordnung. Also, da kann man nicht meckern. Es hat so einen leichten Anschlag von diesen typischen Infogram-Gameboy-Spielen wie Asterix und Obelix und sowas. Tauch mal auf. Hier. Ich kann nur in der Mitte auftauchen, weil... Weil aus Gründen. Hä? Also das kommt mir aber einfacher vor als der Schneelevel. Weil man hier vorher sieht, wo auf welcher Bahn die Fische kommen. Aber es ist natürlich lächerlich simples Spielprinzip. Was auch überhaupt nicht so wirklich Spaß macht. Also. Ich glaube, selbst als großer Fan. Das Geilste ist, man weiß ja nicht, wann in der Mitte jetzt ein Fisch kommt. Und man kann nur in der Mitte Luft holen.
Aber solche kann man am meisten gar nicht reagieren. Vor allem, weil der Hugo, der versperrte ja auch die Mitte dann, dass man es gar nicht sieht, ob da wer kommt oder nicht, ne? Deswegen hole ich jetzt mal nur so kurz Luft. Ah, okay, doch, da können wir jetzt durchsehen, aber... Ja, das ist so Zufall, ne? Also, Spaß sieht anders aus, würde ich sagen. Guck mal, was jetzt kommt. Okay, hahaha. Was haben wir jetzt? Eishöhle-Level. Sammle 3 Pokale und springe zur Tür. Okay. Ah, doch. Das kenne ich, glaube ich, noch aus der Show. Da muss man halt immer gucken, welche Dinger da... Na, jetzt bin ich... Okay, jetzt bin ich da runtergesprungen. Aber da muss man quasi immer gucken, welche sich bewegen. Ah, okay. Diese Fäuste hatte ich jetzt nicht im Kopf. Also sie scheinen zumindest die Show einigermaßen exakt nachgebaut zu haben. Das Problem ist halt auch, das ist halt sehr simpel, das Spielprinzip. Und das macht vielleicht so als Fernsehshow, macht das vielleicht Sinn. Auch mit diesem Novum, dass man das über Telefon steuern konnte. Ja, wo sind... Ach da, Pokale. Ich wollte gerade sagen, wo sind denn die scheiß Pokale? Ich soll hier Pokale einsammeln, aber nirgendwo sind welche, ne? Pokal, hallo. Ach, da ist einer. Okay, jetzt muss ich zur Tür. Ich hab's geschafft. Hä? Was ist das denn? Was war das jetzt? Das waren die falschen Symbole. Was für Symbole? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Sind hier irgendwo Symbole? Also dann haben wir ein simples Spielprinzip und dann ist das auch noch undurchsichtig wie sonst was. Gratulation, liebe Hugo-Entwickler. Aber ich sag nur, war das jetzt als Fernseh... Jetzt habe ich gerade auf das Symbol geachtet und... Aber... Gratulation, liebe Spielentwickler. Ihr habt das Spielgefühl der Fernsehsendung super eingefangen, nur es macht überhaupt keinen Sinn als Gameboy-Spiel. Waldlevel, okay. Okay, er rennt automatisch. Ich kann im Prinzip nur springen. Da bin ich doch drüber gesprungen. Wie gesagt, die Musik ist in Ordnung. Und okay, man muss wirklich im allerletzten Moment springen. Ach, da hätte ich mich wahrscheinlich ducken müssen. Ich bin doch darüber gesprungen. Hä? Ich war doch geduckt! Boah! Also nicht nur Minispiele, sondern auch schlechte Minispiele. Wieder Snowboard-Level. Ich habe das Gefühl, das wiederholt sich jetzt wahrscheinlich alles wieder. Oh, ja. Also gut, im Vergleich ist da der erste Teil wirklich spitzenmäßig geraten. Spitzenmäßig. Absolute Spitzenklasse. Ja? War zwar auch nicht einfach, man musste sich reinfuchsen, aber spitzenmäßig. Gut, das haben sie auch natürlich selber entwickelt, ne? Ist das ja auch verdammt nochmal nicht schwer. Also wenn das jetzt gleich wiederholt, dann... Es macht einfach keinen Spaß. Ja, wenn die Minispiele, okay, da muss ich immer so seitlich über diese Rampe fahren. Wenn diese Minispiele gewesen ist, irgendwie sinnig wären oder sonst irgendwie Spaß machen würden. Aber wie gesagt, diese Fernsehsendung ist einfach eins zu eins irgendwie nachzustellen. Das macht, wie gesagt, wenn man was gewinnen kann und wenn man das, oh cool, es ist im Fernsehen.
Ja, okay, gut. Sehe ich ein. Aber nicht als Gameboy-Spiel. Nee. Ich gucke jetzt noch mal, was wir jetzt noch für ein Level haben. Eishöhlen-Level. Ich glaube, es reicht, oder? Ich schätze mal, wir haben jetzt alle Level-Varianten, haben wir jetzt eigentlich gesehen. Also, im Vergleich dazu ist der erste Teil wirklich weit oben und entschuldige ich mich, dass es in der Serie Retro Panda quält sich gelandet ist und nicht in der normalen. Wobei, nein, es ist halt Bugs Bunny Crazy Castle 2, ne? Nur mit Hugo halt. Aber das ist wirklich. Ne. Da hätte ich selbst als Kind damals, als ich ausführlich Gameboy-Spiele, auch wenn sie schwächer waren, gespielt habe, hätte ich da nicht länger als 10 Minuten Spaß dran gehabt. Naja, danke, dass ihr reingeschaltet habt auf jeden Fall. Wenn ihr mögt, könnt ihr gerne beim nächsten Mal wieder reinschalten, wenn es heißt, dass ich mich quäle. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Tschö.